sehr cool. Aber da geht ja heute richtig was ab. Da können wir richtig, richtig Experience machen und Kohle und alles. Ehrenabzeichen, Nadeln, wobei ich jetzt nicht weiß, was ich spontan mit Nadeln anfangen soll, aber das ist egal. Trotzdem macht Spaß. Schon besser. So, und dann stehen schon unsere Jungs hier. Ja, da unten, da wird unser Vorratslager angegriffen. So, Speedbuff wieder drauf und wo geht's denn hin? Ach, jetzt wollen sie sich dem Zerg anscheinend ein bisschen anschließen. Darauf laufen zum Turm und das Vorratslager, das uns da gerade abgenommen wird, das ist ihnen anscheinend egal. Aber wenn das Vorratslager jetzt vom großen Zerg angegriffen wird, dann fällt das ungefähr genauso schnell, wie wir das jetzt machen, weil das ist echt nicht so anspruchsvoll. Und so. Wieder alle drei Illus draußen, die wir aber auch gleich sprengen können. Sehr gut. Läuft uns auch der Typ rein. Nice. Und Level up. Awesome. Doop doobidoo. So. Ach Gott, das war jetzt sicher irgendwas ganz, ganz heftig urheberrechtsgeschütztes, was ich jetzt bloß nicht verwenden darf. Das doop doobidoo. Und jetzt werde ich vermutlich geklagt. Also Leute, wenn das das letzte Video war. Nee, aber ich will jetzt gar keine Debatte anreißen hier, so Urheberrecht und so, das ist alles dumm. Alles Kindergarten. Macht ja ohnehin jeder, was er will. So, da oben gibt es wieder ein Vorratslager. Ach, das gefällt mir, in diesen kleinen Störtrupps herumlaufen. Leute, wenn ihr darauf mal Lust habt, ja, meldet euch bei mir einfach. Ich, Moment, ich schaue dir mal kurz vor. Und macht da kurz Kontakte, ja? Netherbrain 4825. Schreibt mich an, in-game, auf YouTube, ganz egal. Ich bin da echt für jeden Spaß zu haben. Oh, die laufen einfach rein. Wollen da einfach die Aggro wieder abschütteln? Ja, hier kommt. Lukotin mir raus und lauf einfach weg. Zack. Und tschüss. Ja, da. Da gibt es natürlich noch einiges dazu zu lernen, von wegen Aggro-Range und hin und her. So. Ups, ich wollte mit Waffe wechseln, verdammt. Sehr gut, der erste liegt. Da können wir jetzt die rausholen. Ah, sehr gut, da haben wir eine Deckung bekommen, hinter der wir uns verstecken können. Bam, da geht die Veteranenwache down. Und was zu durchsuchen. Nicht. Ja, für die Veteranensperrin. Ich werde jetzt nicht extra die Illus auspacken. Ups. So, der zweite ist davor. Okay. So, jetzt baue ich auch wieder meine ganzen Skills raus. Ja. Kuppel da. Nicht ganz so toll. Aber wir haben's. Und das war der Messmer da vorne. Na komm. Wenn er nochmal herkommt, dann werden wir ihn einfach pullen. In unsere Richtung hauen. Ja, da hat er zumindest jetzt schon mal Hälfte HP weg. Sehr gut.
Wir haben da eh so einen riesen Bereich, in dem wir einnehmen können. Da hinten sehe ich noch ein kleines Belohnungssäckchen für mich. Haha. Nice. Und ja, wir sind jetzt dritt, der ist solo, was will er? Ah, ich bleib da drin stehen. Ehrlich. Aber ich kann ja einfach mehr Elo spawnen. Die sollen davor laufen. Tun sie aber nicht, weil er jetzt tot ist. Oder was? Nee, ist er nicht. Da hinten liegt er. Jetzt ist er down. Okay. Und das Ding haben wir auch eingenommen. Sehr gut, sehr gut. Also, what's next? Da unten, die haben das Vorratslager schon wieder eingenommen. Hey, Leute! Da muss ich dranbleiben an der Gruppe, das gefällt mir nämlich richtig gut. Ja, die Laufzeit irgendwie überbrücken. Leute, ihr könnt es auch. Ich habe eine Facebook-Seite. Steht auch in der Beschreibung drin. Also in jeder Videobeschreibung. Gibt es natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung. Und wer auch immer mit mir spielen will oder mir einen Kommentar da lassen will, freue ich mich drüber. Ich nehme auch gern Vorschläge entgegen, was ihr sehen wollt in Guild Wars. Ich bin inzwischen auch nicht mehr so abgeneigt davon, mal den ein oder anderen Dungeon zu zeigen. Also, wer da Lust hat, einfach mal ganz unkompliziert mich einladen. Wenn ihr nicht reden wollt, dann einfach nicht reden. Ist auch kein Problem, wir müssen da nicht gemeinsam kommentieren. Wenn ihr kommentieren, mitkommentieren wollt, mit mir quatschen wollt, dann sollte auf jeden Fall die Soundqualität halbwegs passen, aber das sage ich euch dann eh, ob das okay ist oder nicht. Und vorne ist unser nächstes Opfer. Auf in den Kampf! Da, ja, alles rausholen hier. Bam, 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 gesprengt und da geht er down. Kann da durchsuchen, ein Stück Metallschrott. Juhu! Ups, das ist gefährlich da. Na, der hat uns gesehen. Ich würde natürlich nicht gefangen werden. Nein! Ah, ich werde da im hohen Gras nicht wirklich Überlebenschance haben. Genau. Gut. Ja, das kommt jetzt natürlich darauf an, wo die guten Freunde respawnen. Aber ich schätze mal da unten, dann holen sich die Rottal-Zuflucht wieder. Und ich werde auf jeden Fall zur Rottal-Zuflucht gehen. Mir macht das Lager. Ach, da sind sie ja. Mir macht das Einnehmen dieser Zufluchten ist nicht Spaß. Dieser Zuflucht. Na, come on, ich wollte nicht die Waffe wechseln. Ah ja, hier reparieren, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Ja, wie vermutet, gehen sie in die Rottal-Zuflucht und wir werden sie da einfach wieder mal anschließen, oder ich werde mich anschließen, aufhören in der Wir-Form von uns zu reden. Ich bin ja kein Arzt. So. Kurz noch vorteleportieren und dann gibt's auch einen Speedbuff. So, und da vorne rennt niemand. Ist jemand da? Niemand. Was war das jetzt? Ja gut, das war jetzt. Okay. Das haben wir inzwischen ein bisschen abgewöhnt, da das den Chaossturm einfach rauszuholen, nur für einen random Buff. So, wo ist denn unser primäres Ziel? Ey, ey, ey. Egal was unser Ziel ist, im Chaossturm verprügelt sich's besser. What the fuck? Danke.
Nein, hier, heil mich. Weiter heilen. Weiter heilen. Nicht kämpfen. Heilen. Nein. Danke. Da rennt die einfach weg.